Hallo, mein Name ist Katrin Rau vom Hessischen Förderzentrum Augsburg und ich erzähle Ihnen jetzt etwas über die Frühförderung. Unsere Angebote richten sich an Kinder im Alter von Geburt bis Schulantritt. Wir sind eine Anlaufstelle für Eltern, die bei ihrem Kind in der Entwicklung ein Risiko vermuten. Unsere Zielgruppe sind Kinder mit chronischen Erkrankungen, mit Syndromen, mit Behinderungen oder mit drohenden Behinderungen, aber auch mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen. Die Komplexleistung Frühförderung versteht sich als interdisziplinäres Gesamtsystem. Die Komplexleistung beinhaltet viele interdisziplinäre Leistungen. Zwei Kostenträger sind dabei immer miteinander verbunden. Das ist der Bezirk Schwaben in unserem Fall und die Krankenkassen. Für die Eltern sind alle Leistungen kostenfrei. Auftraggeber für die Frühförderung sind immer die Eltern oder Sorgeberechtigten. Meist kommt die Empfehlung vom Kinderarzt oder von der Kindertagesstätte, wenn Entwicklungsabweichungen beobachtet werden. Für die Anmeldung gibt es zwei Möglichkeiten, entweder über unsere Sprechstunde oder über die integrative Kindertagesstätte Ihres Kindes, wenn mit uns bereits ein Kooperationsvertrag besteht. Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, bei uns erst einmal das offene Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Das ist ein ganz unverbindliches Beratungsgespräch. Unabhängig von Frühförderleistungen, die Kosten sind für die Eltern frei. Frühförderung findet einmal pro Woche spielerisch statt. Sie kann ambulant bei uns im Haus, auf Wunsch zu Hause oder auch in den Kindertagesstätten stattfinden. Begleitend dazu findet die Elternarbeit statt und selbstverständlich auch die Beratung des Personals in den Kindertagesstätten. Im Mittelpunkt steht immer die Einzelförderung. Es ist aber auch möglich, Frühförderung zu zweit oder in kleinen Gruppen stattfinden zu lassen. Wichtig für jede Frühfördermaßnahme ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeutin oder Frühförderin und Kind. Parallel zur Frühförderung bieten wir Fachdienst für die integrativen Kindergärten an. Hier steht im Mittelpunkt die Beratung des pädagogischen Personals, um die Arbeit in den Kindertagesstätten mit dem Ziel, die Teilhabe bestmöglich zu gestalten, zu unterstützen. Wir arbeiten ambulant im Hessischen Förderzentrum und im Kinderhaus. Und wir sind mobil in Stadt und Landkreis Augsburg und im Landkreis Eichach-Friedberg in 27 integrativen Kindergärten und mehreren Kindergärten mit Einzelintegrationen unterwegs. Unser Team ist interdisziplinär im pädagogisch-psychologischen Bereich mit vielen verschiedenen Studienschwerpunkten und Zusatzqualifikationen. Im medizinisch-therapeutischen Bereich gehören zu unserem Team Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten und dann haben wir in unserem Haus Kinderärzte mit verschiedenen Schwerpunkten.